Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Fantasy Park. Ich bin der Taris und hinter uns sehen wir unseren neuen Freund Arnold, das Axolotl, in unserem Wasserfall spielen. Wie es hier reingekommen ist, keine Ahnung. Was wir heute in der Folge machen, weiß ich auch nicht. Jetzt kommt erstmal das Intro und dann sehen wir weiter. Ich hatte mir irgendwie gedacht, dass wir hier so ein bisschen den Boden erstmal von verschiedenen Erzen befreien. Hier ist ja stellenweise noch vereinzelt Eisen und auch ein bisschen Kohle noch zu finden. Und dann gucken wir mal, zu den Säulen kommen wir heute sicherlich noch nicht, aber wir können zum Beispiel gucken, da vorne habe ich eine Stelle markiert, an der wir Balins Grab machen könnten zum Beispiel. Was aber direkt auffällt ist, wir haben nur noch sehr wenige Mobs. Dieser Zombie ist jetzt sogar eine Seltenheit hier gewesen, weil eigentlich ist mir in der letzten halben Stunde überhaupt kein Mob mehr begegnet. Nun ja, wie dem auch sei, das bisschen Eisen, was wir hier haben, sollten wir durchaus mitnehmen. Das ist kein Problem, denke ich. Das müssen wir eh haben, denn da kommt ja jetzt hier bald ein gleichmäßiger Fußboden drauf. Woraus wir den machen, weiß ich gerade noch nicht. Aber auch das finden wir sicherlich noch raus. So, dann hatte ich mir überlegt, ah Moment, hier ist der Mineshaft. Da hinten kommt man rein. Dann hatte ich mir überlegt, dass wir hier an die Stelle Balins Grab bauen. Also so der Eingang, dann kommt dieser kleine, so ein kleinerer Eingang. Ach, hier ist schon wieder Kohle. Wir müssen alles mitnehmen, was wir finden. Und dann irgendwie hier so ein Raum. Wie viel ist das jetzt? Drei. Machen wir gerade auch nochmal hier drei, nur damit es gleichmäßig aussieht. Das machen wir etwas größer später. Aber so schon mal als Grundgedanke wird das hier dann Balins Grab sein. Dann habe ich mir folgende Frage gestellt. Wenn die Leute hier reinkommen, müssten sie ja eigentlich mit einem Lifthill nach oben gezogen werden, damit es überhaupt eine Achterbahn wird. Und das ist natürlich vollkommener Blödsinn, denn wir können die Leute ja von oben in die Halle fahren lassen. Und da muss ich gerade mal gucken, das müsste hier irgendwo sein. Wenn wir hier jetzt weiter in diese Richtung hacken, lassen wir nach oben hin einen frei und machen hier trotzdem so ein 3x3 Räumchen. Ein bisschen Licht kann natürlich auch nicht schaden. Haben wir Licht? Haben wir Licht? Ja, haben wir Licht. Sehr schön. In der Theorie ist es ja so, wenn wir an dieser Stelle weitergraben, müssten wir gleich auf unseren sogenannten Aufzugsschacht stoßen in irgendeiner Form. Ist kein Aufzugsschacht, ist die Helix, also da, wo die Helix rein sollte. Wenn es euch bis hierher gefallen hat, dann lasst bitte ein Like da für den lieben YouTube-Algorithmus und vergesst nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr von Minecraft Fantasy Park. Ist natürlich ein Stück zu graben, bis man dann da ankommt, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass das jetzt hier gleich irgendwann kommt. Müsste doch eigentlich, oder? 10 Blöcke, ich weiß nicht, oder waren das 50? Ich glaube 15 Blöcke, aber die müssten jetzt... Ah ja, guck, da sind wir schon. In unserem Helix-Schacht. Dann kommen die Leute im Grunde genommen von hier an, fahren hier einmal links um die Ecke und dann fallen die nicht diesen ganzen Schacht hier runter, sondern bloß bis hier. Da könnte man einmal so eine Doppelkurve vielleicht machen und dann kommen die hier ran, sehen, oh, was für eine tolle große Säulenhalle, und dann machen die hier irgendwelche Invasionen oder sowas. Mal gucken, werden an Balins Grab vorbeigeführt, beziehungsweise einmal durch Balins Grab, würde ich fast meinen, sogar geführt. Und dann geht das Ganze von hier aus, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die hier irgendwo aus Balins Grab wieder rauskommen, müssten die dann gleich hier unten, sagen wir mal genau an dieser Stelle, wir legen das jetzt einfach fest, die kommen also aus Balins Grab hier raus und werden dann an dieser Stelle im Boden wieder verschwinden und kommen dann von da aus in die zweite große Halle. Ich habe es jetzt mal intern für mich die Höllenhalle genannt. Das ist die Stelle, wo ich schon mal gesagt habe, wo im Film der Balrog dann erscheint. Jetzt ist hier natürlich sehr viel Kies an der Stelle. Das war nicht so clever gewählt, aber im Grunde genommen ist das jetzt auch nicht so dramatisch, denn wir sind für Kies bestens ausgebildet, seit wir die ganzen Kieshaufen in unserer Halle beseitigt haben. Das habe ich übrigens ohne euch gemacht. Da wart ihr nicht dabei. Da habe ich ungefähr 2 Schaufeln bei verschlissen. Das war doch mehr, das hätte man gar nicht gedacht. Das war mehr, als es am Anfang aussah. Okay, pass auf, jetzt machen wir hier das Ding nochmal dicht und haben dann hier unseren Raum 3x3, in dem die Fahrgäste weiter runtergebracht werden. Das machen wir mal zu, damit wir das mit dem 3x3 besser abgegrenzt haben.
So. Und hier das auch noch zu. Okay. Und hier runter müsste es dann in diese Ballrockhalle gehen. Und jetzt sind wir hier auf Höhe 42. Ich habe gesagt, wir machen sie 40 hoch. Das geht also nicht von 42, weil wir sonst schon im Bedrock mit drin wären. Das heißt, um das sicher zu entgehen, dass wir keinen Bedrock haben, müssten wir auf Höhe 46, 45, 46 sein. Und diese Höhe, obwohl, wäre es nicht, ich glaube, es wäre gar nicht so verkehrt, den Bedrock mitzunehmen, oder? Unten so eine Bedrock-Landschaft als Boden, den wir sowieso nur erahnen und das Ganze mit Lava füllen, das ist super. Genau so, liebe Freunde, machen wir das nämlich. Also, Höhe 42 ist gebonkt und hier drunter wird dann diese andere Halle entstehen. Jetzt müsste ich da noch überlegen, ob wir diese Halle nicht länglich machen, also sagen wir mal 100 in der Breite. Das wäre dann diese Breite von 100 und 200 lang in diese Richtung. Was würden wir damit gewinnen, wenn wir sie 200 lang machen? Ich müsste sie eigentlich in diese Richtung, können wir sie nicht 200 lang machen, weil dann sind wir unter Garantie schon, da sind wir in unseren anderen Attraktionen mit drin, das geht nicht. Also müsste sie in diese Richtung 200 lang sein. Ich glaube, das machen wir. Ja, Freunde, genau so machen wir das. Und wir beginnen hier, dann haben wir hier 1, 2, 3, ich mache das hier mal aus, das nervt. 3 in die Richtung, 3 in die Höhe. Oh, Freunde, das wird richtig, richtig gut. Ich sehe das kommen. Jetzt ist nur die Frage, Moment, wir graben uns jetzt hinten mal runter. Hinten einmal runter, 1, 2, 3, 4, 5 nach unten. Und einen von der Wand weg. Und dann machen wir auch hier einen von der Wand weg. Und haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn wir jetzt hier weiter graben, müssten wir ja in einer endlos langen Grabaktion hinten in dem Schacht, den wir gerade angefangen haben, ankommen. Und dann hätten wir sozusagen unsere Nordseite von der Halle. Ich leuchte das hier mal aus, denn auch hier könnte es zu verstärktem Mobaufkommen kommen. Und dann hätten wir schon den Grundstock für unsere zweite Halle sozusagen geschaffen. Die werden wir natürlich auch mit dem Füllbefehl ausfüllen, wenn ich einmal rumrum gegraben habe. Das mache ich ohne euch. Also wenn ihr jetzt gucken wollt, wie ich 200 Blöcke in die eine Richtung grabe, dann schreibt es ganz schnell in die Kommentare. Dann kann ich das vielleicht noch umsetzen. Aber im Grunde genommen ist das ja gar nicht so spektakulär. Und dann mit Füllbefehl machen wir das Ganze leer. Diesmal nicht nach oben hin, sondern nach unten hin. Jetzt hoffe ich, dass ich hier gleich ankomme. Und jetzt fällt mir gerade ein, liebe Freunde, das erzähle ich euch, wenn wir angekommen sind, womit wir die Wände und den Boden machen in dieser Halle. Jetzt gerade im Moment fällt mir das brühend heiß sozusagen ein. Wartet, wir sind gleich da. Wir sind gleich da. Und dann, ich hoffe zumindest, dass wir gleich da sind. Das war schon eine ganze Menge da oben. Das sah nicht wenig aus. Das sah nicht wenig aus. Und ihr wisst, ich muss Eisen mitnehmen. Ich kann sowas nicht hängen lassen. Das geht nicht. Es widerstrebt meiner Einstellung. Einfach, ich halte es ja für Verschwendung, wenn man sowas da nicht mitnimmt. Okay, jetzt müssten wir aber wirklich gleich ankommen. Ich habe mich ja nicht verzählt. Also es ist ja ein Jahr auf jeden Fall. Da ist es. Ja, sehr schön. Da sind wir schon. Jetzt kommt das noch weg. Oh. Genau. Und dann müssen wir das Ganze nochmal in diese Richtung machen. Aber jetzt kommt der Knaller. Und das ist das, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Wir werden diese Wände rundherum mit schwarzem Concrete zu mauern. Denn dann haben wir folgende Illusion. Wenn wir hier reinkommen und die ganzen Säulen in der Halle hier stehen sehen und die Wände mit schwarzem Concrete sind so tief schwarz, dass man sie als Wände nicht erkennen kann. Das heißt, wenn wir dann auf die Wand, auf diesen schwarzen Concrete noch so eine halbe Säule setzen, vermittelt es den Eindruck, dass diese Säulenhalle unendlich groß ist. Und genau so schaffen wir die Illusion, dass wir uns in einer unendlich großen Moria-Halle befinden. Und das, liebe Freunde, hier finde ich auch extrem cool. Dieser Glowing Squid, der sich hier in unsere Mine verirrt hat, hat leider keine Chance gegen mein Schwert. Und ich möchte unbedingt diesen Glowing Insect haben. Habe ich ihn? Ich habe keinen Platz im Inventar. Doch, hier sind sie. Alle drei. Stark, liebe Freunde. Stark. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen an der Mauer von der Ballrockhalle weiter. Und dann
würde ich sagen, heben wir auch dieses Ding irgendwann aus. Vielen Dank fürs Zusehen. Wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Euer Taris.